Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los, Christus. Der liebe Litzendorfer, liebe Hellertaler, liebe Festgäste, liebe evangelische und katholische Schwestern und Brüder in Christus. Ähnlich wie bei einer politischen Antrittsrede erwarten die Zuhörer gespannt die erste Predigt des neuen Pfarrers. Vielleicht, ob er etwas erzählt, Vorstellungen, Ziele, die er so hat, pastorale Ziele. Und auch ich möchte euch und sie da nicht enttäuschen. Auch davon berichten, was für mich denn so wichtig ist bei all meinen priesterlichen Werken und bei meinen Diensten als Pfarrer. Und ich möchte dies tun anhand eines Leitspruches, das werden die bisherigen Pfarreien schon kennen, diesen Leitspruch. Es ist nämlich ein Leitspruch, der mich seit meiner Priesterweihe vor 15 Jahren begleitet, mein Primitzspruch, der in leicht veränderter Form aus dem soeben gehörten Evangeliumstext entnommen wurde. Es ist der Auftrag Jesu, des Auferstandenen an seine Jünger: Geht hinaus in die Welt und verkündet allen das Evangelium. Der Spruch steht auch auf dem Remitzbildchen, das ich Ihnen ausgeteilt habe, das auslegt. Ich weiß nicht, ob Sie reichen. Aber es sind auf jeden Fall, denke ich, etliche auch unterwegs. Ja, auf der Vorderseite des Primitzbildchens ist dieses Bild dargestellt. Es ist der Apostelabschied vom Bamberger Künstler Kratzheimer aus dem Jahre 1483. Und wer das Original sehen will, der muss ins Bamberger Diözesanmuseum. Das Bild zeigt die Szene nach der Himmelfahrt Jesu, als die Apostel den Auftrag Jesu verinnerlicht haben, sich herzlich voneinander verabschieden und kurz davor stehen, wegzuziehen und das Evangelium in der Welt zu verkünden. Und der Künstler lässt diesen Apostelabschied stattfinden im Bamberger Umland vor den Toren des mittelalterlichen Bambergs. Wenn ich dieses Bild betrachte, dann sehe ich auch Parallelen zu meinem bisherigen und auch zu meinem jetzigen Lebensweg. Zum einen eben der Primitzspruch, der sich ganz gut mit diesem Bild verbinden lässt, aber auch die Situation dieser Jünger. Auch ich habe mich vor einigen Monaten auch mit Wehmut verabschiedet von meinem bisherigen Verein. Und es freut mich, dass auch so viele heute nochmal gekommen sind zu meiner Einführung. Und ich stehe auch jetzt wieder wie diese Jünger vor den Toren Bambergs. Und man könnte auch meinen, diese Bildszene fände auf einem Acker bei Litzendorf statt. Ich denke, hier gibt es ja noch genügend Äcker. Geht hinaus in die Welt und verkündet allen das Evangelium. Meine Welt ist jetzt hier, ihr anvertrauten Verein. Die Jünger, die haben wenig Gepäck auf diesem Bild. Ich habe da in den letzten Wochen etliche Umzugskartons schon ausgepackt. Aber auch im übertragenen Sinn, symbolisch gesprochen, habe ich viel Gepäck dabei. Das, was mich ausmacht, meine Biografie, ich bin Waschrichter Bamberger, dort geboren, aufgewachsen, die vielen, vor allem schönen Erfahrungen und Begegnungen, die ich bisher als Kaplan und Pfarrer auch in den mir anvertrauten Gemeinden erfahren durfte, die mir geschenkt wurden, mein Charakter, meine Hobbys, meine Stärken und Fähigkeiten und auch meine Fehler und Macken. Zu meinen Hobbys: ich singe, zeichne, dichte gerne, lese auch gerne, halte in der Faschingszeit auch gerne Büttenreden.
Und zu meinen Fehlern und Macken, ich habe eine Schwäche für einen Fußballverein, der seine Fans immer wieder auf einen Leidensweg bringt. Der erste FC Nürnberg. Ich bringe dem Herrn auch gerne einmal in der Freizeit ein Rauchopfer dar. Und auch für den Fall, das habe ich auch damals schon in meinem anderen Verein gesagt, für den Fall, dass ich einmal eingeladen werden sollte, ich esse kein Schweinefleisch, da überhaupt selten Fleisch, eher Fisch. Ja, und wer gerne mehr erfahren möchte, werde ich mich sicherlich in den ein oder anderen Gremien oder bei der einen oder anderen Begegnung auch nochmal vorstellen. Mit diesem Gepäck gehe ich also hinaus in meine Welt, hier vor den Toren Bambergs, und will allen das Evangelium verkündigen. Ich versuche mit diesem Gepäck in der Tasche und mit dem Evangelium auch für die Menschen da zu sein. Ich verstehe mich so wie ein Gesandter, wie ein Botschafter, als Pfarrer sicherlich auch Repräsentant der Kirche, wo es auch manchmal viel wie bei einem Botschafter Diplomatie und Geschick braucht. Letztendlich verstehe ich mich aber als Botschafter Jesu Christi, der ohne Immunität und ohne abgeschottet und distanziert zu sein, für die Menschen da ist. Geht hinaus in die Welt und verkündet allen das Evangelium. Was aber ist das Evangelium? Es ist das Leben Jesu von seiner Geburt bis zu seinem Tod und das Geheimnis seiner Auferstehung. Es ist eine frohe und frohmachende Botschaft. Es sind Jesu ermutigende, tröstende und befreiende Worte und Taten. Es ist das wertvolle Vermächtnis Jesu, das jeder und jedem von uns sagen will: Du bist wichtig, du bist von Gott angenommen und geliebt. Deshalb darfst du dich auch selbst annehmen und kannst anderen zum Leben. Und es gibt mitten in unserer Ortschaft Litzendorf auch ein sichtbares Bild dafür. Es ist mir bei meinem ersten Besuch im Litzendorfer Pfarrhaus sofort aufgefallen. Eine Figur, die an der vorderen Außenfassade des Pfarrhauses auf dem Dach thront. Sie stellt Christus, den guten Hirten, dar. Und es ist für mich so, als wollte diese Figur mich daran erinnern, in wessen Dienst ich stehe. Und es ist für mich so, als wollte die Figur mir sagen, so wie ich, der gute Hirte, mich um die Meinen liebevoll gekümmert habe, so soll dieses Pfarrhaus offen und einladend sein, so sollst auch du, ein guter Hirte, für die dir anvertrauten Schäfchen sein. Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, ich will versuchen, auch ein guter Hirte zu sein. Für euch, liebe Kinder und Jugendliche, für die Familien, für die Junggebliebenen und die Älteren. Gleichzeitig aber auch in dem Bewusstsein, nicht alle Erwartungen der Ortsgemeinden erfüllen zu können. Und so bitte ich Sie auch um ein offenes und wohlwollendes Entgegenkommen, um Geduld und um Gelassenheit und darum, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Geht hinaus in die Welt und verkündet allen das Evangelium. Allen. Wir sind alle wichtig, nicht nur die Gemeindeschäfchen, sondern auch die evangelischen Schwestern und Brüder in der Gemeinde, und so freue ich mich, dass heute auch die evangelische Pfarrerin da ist, und freue mich auch auf ein gutes ökumenisches Miteinander, wie ich es bisher auch erleben durfte. Und wir sind auch die wichtig, die unserer Kirche den Rücken gekehrt haben und scheinbar nichts mit dem Glauben anfangen können. Es gibt aber viele, die gerade auf diese frohe Botschaft warten, denen gerade diese befreienden Worte Jesu helfen könnten. Viele, die Sehnsucht haben nach einem erfüllten Leben, die in ihren dunklen Stunden, in ihren Krankheiten und Schmerzen eine gute Nachricht erfüllen.
träumen. Manche können zwar ihre Hoffnung nicht ausdrücken. Manche ziehen sich zurück und lassen sich nicht mehr sehen. Und bei manchen lassen nur noch Süchte und Ablenkungen, Aggression und Gleichgültigkeit ahnen, dass sie etwas erhoffen, was ihrem Leben Sinn und Richtung gibt. Aber alle träumen sie von der entscheidenden Botschaft für ihr Leben. Geht hinaus, ein Pluralwort. Das heißt, letztendlich kann jeder von uns ein Botschafter und eine Botschafterin des guten Hirten sein. Ich als ihr Pfarrer, auch die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ich auch an dieser Stelle recht herzlich begrüßen will, und auch die vielen Ehrenamtlichen und auch Sie, wenn Sie uns mit unserem Gebet oder in Ihrer kleinen Welt vor Ort unterstützen. Als Pfarrer möchte ich kein Alleinunterhalter sein, sondern gemeinsam mit Ihnen, mit Ihren Talenten und Fähigkeiten auch eine lebendige Gemeinde immer wieder aufbauen und das Evangelium verkünden. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, und wie kann das gelingen, das Evangelium auch wirklich unter die Menschen zu bringen? Machen wir uns bewusst, dass wir eine wertvolle Botschaft zu überbringen haben. Lassen wir uns das Evangelium auch wirklich unter die Haut und zu Herzen gehen. In den Gottesdiensten, bei privater Bibellektüre und wenn wir einander erzählen von den guten Erfahrungen, die wir mit dem christlichen Glauben gemacht haben. Wer selbst ergriffen ist von der frohen Botschaft, der kann nicht schweigen, der wird zum Zeugen, der lässt andere teilhaben an seiner Freude. Und dies kann auch gelingen, wenn wir zu den Menschen gehen und sie nach ihren Hoffnungen und Träumen fragen. Gehen wir dorthin, wo die Menschen sich in ihr Leben hineinschauen lassen, wo sie erkennen lassen, dass sie auf Ermutigung und Hilfe warten. Und dies kann gelingen, auch wenn wir versuchen, die Mauern abzutragen, die verhindern, dass die Botschaft bei den Menschen ankommt. Und ich glaube, viele Barrieren ließen sich auch überwinden. Vielleicht stehen wir manchmal selbst durch unsere Freudlosigkeit und Verbissenheit auch der frohen Botschaft im Weg. Vielleicht haben wir das Evangelium zu sehr in Gesetze und auch in Belehrungen und in eine formelhafte Sprache gefasst, dass seine befreiende Kraft gar nicht mehr erlebt werden kann. Vielleicht haben wir auch selbst durch den Streit um nebensächliche Themen, sei es in der Kirche und in den Gemeinden, den Zugang verstellt zum erlösenden und aufbauenden Wort Jesu. Vielleicht werden die Wege zu den Menschen kürzer, wenn wir als Botschafter und Botschafterinnen des Evangeliums nicht als Einzelkämpfer, sondern uns gemeinsam auf den Weg machen, so wie damals die Jünger. Geht hinaus in eure Welt vor den Toren Bambergs und verkündet allen als Botschafter und Botschafterinnen